Ups, erwischt. In diesem Video zeigen wir euch 50 Menschen, die bei krassen und teilweise verstörenden Dingen erwischt wurden. Mit dabei sind Weltstars, die peinliche Aktionen brachten, extrem dreiste Fremdgeher und vieles, vieles mehr. Also bleibt dran, hier bei Wissenswert. Beginnen wir gleich mit dieser Gebärdensprache-Übersetzerin bei einer Polizeipressekonferenz in Florida in den USA. On October 11th, 2 days later, 32-year-old Monica Hoffa was murdered. Denn auch wenn es scheint, als würde sie hier Wort für Gehörlose übersetzen, ist sie eigentlich eine dreiste Betrügerin. Einigen Beobachtern fiel bei dieser PK nämlich auf, dass ihre Zeichensprache komplett erfundener Humbug war. Und das, obwohl es bei der Pressekonferenz übrigens um einen heftigen Vierfachmord ging, hinter dem man einen Serienkiller vermutete. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Übersetzerin eigentlich eine Hochstaplerin war, die schon mehrmals wegen Betruges angeklagt wurde. Für den Job als Gebärdensprache-Übersetzerin hatte sie sich einfach initiativ bei der Polizei beworben und war angenommen worden. Der zuständige Polizeichef erklärte später in einem Interview, dass er sich über die Bewerbung gefreut hatte und ihre Zeichensprache für ihn echt wirkte, er das Ganze aber nicht weiter hinterfragt hatte. Was meint ihr? Ist das seine Dummheit oder kann man ihm das nicht verübeln? Schreibt es mal in die Kommentare. Machen wir weiter mit einer unglaublichen Story, die sich tatsächlich erst vor wenigen Wochen ereignete. Auf einem Flug der Airline EasyJet von London nach Ibiza im September diesen Jahres erwischte die Kabinencrew nämlich auf einmal einen jungen Mann und eine junge Frau dabei, wie sie auf der Flugzeugtoilette miteinander verkehrten und damit dem berühmten Mile High Club beigetreten sind. Das Kuriose dabei: Alle Passagiere haben davon mitbekommen und ein Flugbegleiter öffnete sogar die Tür. Als das Paar dann aus der Toilette hervorkam, jubelte sogar das ganze Flugzeug. Nachdem das Flugzeug landete, wurden die beiden dann von der örtlichen Polizei in Empfang genommen und direkt vom Flugzeug eskortiert. Übrigens stellte sich im Nachhinein sogar heraus, dass die beiden gar kein Paar, sondern beide Singles waren, die sich nur flüchtig kannten. Wo wir schon bei Flugzeugen sind, machen wir direkt mit dieser Story weiter. Als die damals 27-jährige Influencerin Ocean El-Hima vor etwa 2 Jahren nämlich von Dubai nach Monaco flog, postete sie auf ihrem Insta-Account dieses Bild. Es zeigte sie in der First Class eines Emirates-Flugs. Ein krasser Flex angesichts der Tatsache, dass so ein Flug schnell über $3000 kosten kann. Allerdings passte der Post perfekt zu ihrem Image als Glamour- und Luxus-It-Girl, bis ein anderer Fluggast die Influencerin entlarvte. Er postete nämlich ein Foto, das bewies, dass die Influencerin eigentlich ganz normal Economy-Class flog und das First-Class-Foto nur gestellt war. Ocean El-Hima war dies so peinlich, dass sie daraufhin sogar die Kommentare unter ihrem Bild deaktivierte. Später behauptete sie sogar, dass sie an dem Tag halt 2 Flüge genommen hätte, einen davon in der Economy. Es geht aber sogar noch dreister. Die Influencerinnen Asra Mian, Aisha Mian und Kennedy Simone posteten zum Beispiel diese Fotos von sich, die ihre Follower glauben ließen, dass sie in Privatjets um die Welt reisen würden. Wenn man die Bilder aber vergleicht, fällt auf, dass sie scheinbar alle aus dem gleichen Jet sind. Schlimmer noch, die Fotos sehen verdächtig danach aus, als wären sie eigentlich in einem kleinen Privatjet-Fotostudio in Los Angeles entstanden, das man sich für knapp 60 Euro pro Stunde mieten kann. Da bekommt das Sprichwort mehr Schein als Sein eine völlig neue Dimension. Während die Fakeness mancher Influencer schon echt dreist ist, geht es sogar noch frecher. Dieser Vater filmte in einer Mall nämlich einen Mann, der sich einfach einen Rucksack und mehrere Kleidungsstücke unter den Arm steckte und dann mit seinem Diebesgut ganz gemütlich den Laden verlassen wollte. Kurz davor bemerkte er jedoch, dass dort zufällig ein Polizeiauto mit mehreren Polizisten stand. Erst versteckte er sich am Rand der Tür, aber sehr schnell checkte ein Polizist, was los ist, und nahm den Ladendieb in Gewahrsam. Als nächstes kommen wir zu einer echt krassen Aktion, die eigentlich gar nicht so richtig in dieses Video passt. Denn eigentlich soll es heute ja um Leute gehen, die sich bei unglaublichen Dingen erwischen ließen. Dieser Mann hier wurde aber eben nicht erwischt. Aber das macht seine Aktion umso unglaublicher. Als 2015 nämlich die Oscars in Los Angeles verliehen wurden, wagte der Reporter Mark David Christensen einen krassen Versuch.
Mit einem teuren Anzug und einer gefakten Oscar-Trophäe begab er sich damals nämlich zum Ort der Oscar-Verleihung, um zu testen, ob er die Leute glauben lassen könnte, er sei ein echter Oscar-Preisträger. Und zu seiner Verwunderung gelang dies besser als erwartet. Zahlreiche Passanten wollten Fotos mit ihm machen, er bekam überall Essen und Trinken umsonst und schließlich täuschte er sogar das Security-Personal und schlich sich in den abgesperrten Bereich der Oscars und damit auf die Verleihung. Der absolute Höhepunkt war jedoch, als er am Ende auch noch einen Mitarbeiter vom Parkservice überzeugen konnte, ihm die Schlüssel für ein Auto zu geben, das eigentlich gar nicht seins war, nur weil er seinen Parkzettel verloren habe. Auch wenn Christensen also tatsächlich nicht aufflog, war seine Aktion so krass, dass wir sie euch in diesem Video nicht vorenthalten wollten. Von einem Fake-Promi kommen wir jetzt zu einem echten Promi. Und zwar der Schauspielerin Winona Ryder, die erst in den letzten Jahren mit ihrer Rolle in Stranger Things wieder einen Mega-Erfolg hatte. Tatsächlich ist sie aber schon seit den 80ern ein Star in Hollywood und eine der bestbezahlten Schauspielerinnen der Welt. Dies hinderte sie aber nicht daran, sich im Jahr 2001 bei einem echt dummen Vergehen erwischen zu lassen. Überwachungskameras in einem Luxuskaufhaus filmten sie damals nämlich dabei, wie sie nach und nach Dutzende teure Klamotten einsammelte und am Ende einfach ohne zu bezahlen aus dem Kaufhaus spazierte. Später stellte sich heraus, dass sie Markenklamotten im Wert von fast $6,000 gestohlen hatte. Etwas, was sie eigentlich gar nicht nötig hatte bei ihrem Erfolg. Im Nachgang wurde sie dann zu 480 Sozialstunden und Strafzahlungen von $10,000 verurteilt. Viel schlimmer war aber der Schaden, den ihre Karriere nahm. Nach dem Vorfall bekam sie fast 4 Jahre lang keine nennenswerten Rollen, da ihr Ruf dermaßen ruiniert war. Machen wir weiter mit diesen Aufnahmen einer Bodycam eines amerikanischen Polizisten, die tatsächlich erst im Oktober diesen Jahres entstanden sind. Auf Streife hat hier ein Polizist in Cleveland nämlich ein Auto gesehen, das von einem Kind gefahren wurde. Als er den Jungen anhalten wollte, stieg dieser jedoch aus dem Auto und ließ das Auto weiterrollen, während er floh. Der Polizist sprang also in das fahrerlose Auto und bremste es, ehe er 2 Straßen weiter den Jungen, der übrigens gerade mal 8 Jahre alt war, bei seinen Eltern fand. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der Junge von einem älteren Freund dazu angestachelt worden war, das Auto zu fahren. Als nächstes kommen wir zu dem unfassbaren Fall von Andrew Swarford, der sich erst 2019 ereignete. In einer Studenten-WG von 2 Mädchen im US-Bundesstaat North Carolina passierten damals nämlich auf einmal merkwürdige Dinge. Kleidungsstücke verschwanden spurlos und Handabdrücke tauchten an verschiedenen Stellen in der Wohnung auf. Als eine der Studentinnen eines Tages ein Geräusch aus ihrem begehbaren Kleiderschrank hörte, durchsuchte sie diesen und machte eine gruselige Entdeckung. Dort kauerte ein 30-jähriger Mann, der ihre Kleidung trug. Verängstigt rief sie die Polizei, die den Mann dann verhaftete. Es stellte sich heraus, dass der Mann, Andrew Swarford, über Wochen hinweg immer wieder durch ein unverschlossenes Fenster in die Wohnung der beiden Studentinnen eingebrochen war, um sich dort mit den Klamotten der jungen Frauen einzukleiden, ihren Kühlschrank zu plündern oder das Badezimmer zu nutzen. Machen wir weiter mit diesem Amerikaner, der auf eine urkomische Weise versucht hat, die Metrogesellschaft der Stadt Washington auf $15,000 Schadensersatz zu verklagen. Ganz offensichtlich ließ er sich dabei von einem Cartoon inspirieren, um auf leichte Art Geld zu machen. Hey, what the? Er warf der Gesellschaft nämlich vor, dass sie eine Verletzung von ihm zu verantworten habe. Der Grund, er sei auf einer Bananenschale ausgerutscht, die in einem Fahrstuhl einer Metrostation gelegen habe. Zu seinem Pech zeichnete jedoch eine Überwachungskamera auf, was wirklich passiert war. Der Mann rutschte zwar wirklich auf einer Bananenschale aus und fiel auf den Boden, als sich der Fahrstuhl öffnete, auf den Aufnahmen ist aber auch zu sehen, dass der Mann die Bananenschale dort vorher selbst platziert hatte. Statt eine Schadensersatzzahlung zu bekommen, musste er dann eine Strafe wegen versuchten Versicherungsbetruges zahlen.
Auf unserem nächsten Punkt befindet sich eine chinesische Streamerin namens Johannes Xiao Biluo. Vor 2 Jahren hatte sie mehr als 100.000 Follower, die sie vor allem für ihre Schönheit bewunderten und ihr regelmäßig hohe Spenden in den Streams schickten. Als sie dann wieder einmal live war und gerade mit einer anderen Streamerin sprach, passierte es allerdings. Durch einen technischen Fehler wurde ein Filter deaktiviert und urplötzlich sahen ihre Zuschauer ihr wahres Gesicht. Was diese vorher nämlich nicht wussten, war, dass die Streamerin die ganze Zeit einen Beauty-Filter benutzt hatte und in der Realität nicht im entferntesten so aussah, wie ihre Fans bis dahin glaubten. Johannes Xiao Biluo war weder so jung noch so hübsch, wie sie vor dem Filterausfall wirkte. Als ihre meist männlichen Fans nun massenweise den Stream verließen, merkte die Streamerin, dass sie aufgeflogen war und nun alle mitbekommen hatten, dass sie in Wahrheit eine 58-jährige Frau war. Weiter geht's mit einer unglaublichen Sache, die nur dank einer Überwachungskamera aufflog. Die Amerikanerin Audrey Young engagierte für die Zeit, in der sie im Urlaub war, einen Cat-Sitter, der in ihrer Wohnung in New York auf ihre Katze aufpassen und sich um sie kümmern sollte. Außerdem hatte ihr Mann eine Überwachungskamera in der Wohnung angebracht, die Audrey automatisch Bilder per Mail schickte, sobald sich in der Wohnung etwas bewegte. Statt Videos ihrer Katze oder ihres Cat-Sitters, der sich um diese kümmert, erhielt die New Yorkerin dann aber plötzlich Material, mit dem sie so gar nicht gerechnet hatte. Auf den Videos war nämlich zu sehen, wie ihr Cat-Sitter eine fremde Frau mit in die Wohnung brachte und sich mit dieser dann ausgiebig im ganzen Apartment vergnügte. Weil Audrey von den Aufnahmen, die das Pärchen sogar unbekleidet zeigten, schockiert war, schrieb sie ihrem Cat-Sitter wütende Nachrichten, worauf dieser allerdings nicht reagierte. Schließlich schickte Audrey dann eine Freundin mit einem Zweitschlüssel in die Wohnung, die das bunte Treiben beendete und den peinlich berührten Cat-Sitter hinauswarf und dessen Freundin sogar ohne Hose auf die Straße schickte. Are you a jackass? This whole apartment is wired by cameras. I've been watching you. Kommen wir nun zu einem Prank, der sich so ganz anders entwickelt hat, als eigentlich erwartet. Die YouTuber von dem Kanal Vlog Creations hatten sich vor 2 Jahren nämlich überlegt, Menschen zu verwirren und ihre Reaktionen auf Video festzuhalten. Zu diesem Zweck hängten sie einfach Toilettenschilder an beliebigen Türen auf und amüsierten sich königlich, wenn Leute verwundert vor einer Werkstatt oder auf dem Parkplatz standen, obwohl sie eigentlich nur ein stilles Örtchen suchten. Nach einiger Zeit passierte dann aber das Unglaubliche. Ein Mann wollte eigentlich auf Toilette, öffnete durch den Prank aber die Tür zum Lagerraum eines Ladens. Anstatt aber wie alle anderen vorher direkt wieder umzukehren, schloss er die Tür hinter sich und blieb im Raum. Es vergingen mehrere Minuten und die YouTuber fragten sich, wo der Mann wohl abgeblieben sei, bis sich die Tür dann doch irgendwann wieder öffnete und der Mann herauskam. Dabei rüttelte er jedoch an seinem Hosenstall, was einen krassen Verdacht weckte. Die YouTuber suchten daraufhin das Lager ab und fanden das Unglaubliche. Der Mann hatte tatsächlich sein Geschäft einfach in einer Ecke des Lagers verrichtet, statt weiter nach einer richtigen Toilette zu suchen. Im nächsten Clip geht es um eine wirklich gruselige Sache, die sich vor 9 Jahren in den USA ereignete. Die 5-fach alleinerziehende Mutter Tracy lag in ihrem Bett, als sie plötzlich polternde Geräusche vom Dachboden über ihr hörte. Doch damit noch nicht genug. Sogar einzelne Nägel lösten sich aus der Decke und so dachte Tracy, dass ein Poltergeist sein Unwesen auf ihrem Dachboden treibt. Voller Angst rief Tracy dann ihre erwachsenen Söhne und ihren Neffen und gemeinsam gingen sie nach oben, um nachzuschauen, was die Geräusche verursacht hatte. Oben angekommen fanden sie dann einen großen schlafenden Mann, der sofort die Flucht ergriff, als er erwischt wurde. Bei dem Mann handelte es sich um Tracys Ex-Freund, von dem sie sich vor 12 Jahren getrennt hatte und der gerade erst kürzlich aus dem Gefängnis entlassen wurde. Es stellte sich heraus, dass er bereits seit etwa 2 Wochen unbemerkt auf dem Dachboden gelebt und seine Fäkalien in Bechern gesammelt hatte. Außerdem hatte er die Lüftungsschlitze erweitert und seine Ex so die ganze Zeit heimlich von oben beobachtet. Weiter geht's mit der Frage, ob Menschen sich überhaupt der Tatsache bewusst sind, dass sie in Aufzügen meist von Überwachungskameras gefilmt werden. Häufig fühlen sie sich nämlich gänzlich unbeobachtet, wenn sich die Tür schließt und sie alleine in der Kabine sind. Diese Frau zum Beispiel nutzte die Fahrstuhlfahrt nicht nur dazu, ihre Kleidung zu richten und ihren Lippenstift nachzuziehen, sondern sie entledigte sich auch mal eben ganz schnell ihres Höschens und ließ es in ihrer Handtasche verschwinden.
Dass man sich alleine im Fahrstuhl sicher fühlt, nutzte ein Fernsehhersteller vor 9 Jahren dann übrigens auch für eine Werbung aus. Das Ziel des Unternehmens war es, die Menschen, die den Aufzug benutzten, kalt zu erwischen und diese Aktion auch noch als Werbung zu nutzen. Und genau das gelang letztlich auch. Das Unternehmen tauschte nämlich die Bodenplatten mit ultrahochauflösenden Bildschirmen aus. Während der Fahrt sah es dann für die Besucher so aus, als ob die Bodenplatten plötzlich wegbrechen würden, und so wurden sie ordentlich erschreckt. Für die TV-Firma war der Coup gelungen, schließlich hatten sie bewiesen, dass die Qualität ihrer Bildschirme so echt wirkte, dass es unheimlich war. Kommen wir als nächstes zu einer unglaublichen Sache, bei der die Amerikanerin Sierra einen Mann vor ihrer Haustür erwischte. Sie hatte nämlich eine Überwachungskamera angebracht, die ihren Eingangsbereich filmte, in dem sich viele Weihnachtsdekorationen und ein Weihnachtsbaum befanden. Leider hatte es aber in der Nacht stark gestürmt und so lag die festliche Dekoration wüst auf dem Boden verteilt herum. Auf den Aufzeichnungen sah sie dann, wie ein Lieferant von Amazon kam und ihr ein Paket bringen wollte. Anstatt aber einfach nur das Paket abzulegen, begann er damit, das Chaos aufzuräumen und ihre Deko Stück für Stück wieder zu arrangieren. Sierra war natürlich absolut begeistert von so viel Freundlichkeit und meldete sich bei Amazon, um dem Mann zu danken. Jemanden bei etwas zu erwischen, muss also nicht immer zwangsläufig etwas Negatives sein. Auf unserem nächsten Punkt befindet sich eine mehr als leichtsinnige Aktion, bei der ein Mann in Alaska erwischt wurde. Und zwar live vor Tausenden von Zuschauern im Internet. Die Ranger vom Katmai National Park haben nämlich etliche Live-Kameras in der Natur angebracht, damit auch Menschen von zu Hause aus die Schönheit der Natur und ihrer Bewohner genießen können. Eine der Live-Cams, die den Brooks River zeigt, fing 2018 dann aber dieses unglaubliche Verhalten ein. Ein Mann versuchte offenbar für ein paar besonders gute Fotos so nah wie möglich an eine Gruppe wilder Bären heranzukommen. Laut der Parkranger beträgt ein sicherer Abstand zu den Raubtieren übrigens mindestens 50 Meter. Schließlich sind Bären nicht gerade ungefährlich. Glücklicherweise ging diese unglaubliche Aktion für den Mann aber glimpflich aus. Fahren wir fort mit 2 Prominenten, die bei einer unglaublichen Sache erwischt wurden, die für beide ernste Konsequenzen hatte. Es geht dabei um die mexikanische Schauspielerin Kate del Castillo und den Großkriminellen Joaquin Guzmán, der den meisten am besten als El Chapo bekannt ist. Während El Chapo für viele der größte Rauschgifthändler aller Zeiten ist und zurzeit eine Haftstrafe in den USA absitzt, ist Kate del Castillo vor allem in Mexiko ein Star. Dort wurde sie unter anderem durch eine Rolle in der Krimiserie Königin des Südens berühmt. Ausgerechnet von dieser Serie, in der es um den harten Kampf zwischen mehreren mexikanischen Kartellen geht, soll El Chapo ein großer Fan gewesen sein. Seine Leidenschaft soll dabei sogar so groß gewesen sein, dass er lange den Wunsch hegte, Kate del Castillo einmal persönlich kennenzulernen. Und obwohl El Chapo einer der größten Verbrecher der Welt ist, kam del Castillo diesem Wunsch nach und besuchte den Rauschgiftbaron. Was für die Schauspielerin zwar zu einem großen Skandal wurde, da sie den Kontakt zu einem Kartellchef suchte, erwies sich für El Chapo allerdings als noch gefährlicher. Denn auch wenn beim Besuch von Kate del Castillo streng darauf geachtet wurde, dass ihr niemand folgt, behaupteten einige, dass die Behörden durch sie dennoch auf El Chapos Spur gekommen sind und ihn einige Zeit später verhaften konnten. Als nächstes kommen wir zu einem Promi, der ebenfalls mit Rauschgift zu tun hatte, jedoch in einer anderen Form. Das, was dem grünen Politiker Volker Beck 2016 passierte, war nämlich nicht nur extrem peinlich, sondern auch sehr karriereschädigend. In diesem Jahr wurde der ehemalige Bundestagsabgeordnete nämlich mit einer großen Menge eines kristallartigen Rauschmittels erwischt. Für Volker Beck, der lange Zeit den Ruf eines seriösen Politikers mit viel Talent hatte, änderte dieser Fund alles. Da die Aktion nämlich sofort in die Öffentlichkeit gelangte und die Geschichte im Netz viral ging, war der Skandal perfekt und Volker Becks Ansehen als seriöser Politiker Geschichte. Dementsprechend sah Beck sich gezwungen, sämtliche politische Ämter niederzulegen und er verschwand daraufhin in der Versenkung. Auf unserem nächsten Punkt kommen wir zu einem Rapper, der nicht nur bei einer sehr unangenehmen Sache erwischt wurde, sondern infolgedessen auch fast seine komplette Familie verlor. Die Rede ist von niemand geringerem
anderem als Jay-Z. Jay-Z, der bekanntlich mit Beyoncé verheiratet ist und mit ihr ein scheinbar perfektes Leben führt, war jedoch nicht immer ein guter Ehemann. So fand seine Frau nämlich heraus, dass er sie zwischenzeitlich betrogen hatte und eine Art Doppelleben führte. Anstatt sich jedoch von ihm scheiden zu lassen, wählte Beyoncé eine kreativere Art, ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen. So veröffentlichte sie 2016 das Album Lemonade, das nicht nur als extrem visionär gilt, sondern auf dem sie auch mit der Vergangenheit abrechnete. Auf dem Album gibt es nämlich einige Zeilen, in denen Beyoncé den Seitensprung ihres Ehemannes thematisiert und hart mit ihm ins Gericht geht. Mittlerweile haben die beiden jedoch wieder zueinander gefunden und Beyoncé hat ihrem Ehemann vergeben. Dennoch hätte dieser vermutlich gewollt, dass seine Affäre niemals ans Tageslicht kommt. Weiter geht's mit einer Aktion der etwas anderen Art, die bei ihrer Entdeckung nicht nur sehr stark diskutiert wurde, sondern auch die Grenzen des Fußballs neu auslotete. Und zwar geht es um die Elfmetertechnik von Cristiano Ronaldo. Vor ein paar Jahren fiel einigen Fernsehteams nämlich auf, dass Ronaldo seine Strafstöße anders als alle anderen tritt. Und zwar stampft er mit seinem Standbein immer so hart neben dem Ball auf, dass dieser ein kleines bisschen in die Luft fliegt. Von dort nimmt Ronaldo die Kugel dann quasi Volley, um mit noch mehr Kraft schießen zu können. Viele sahen darin einen klaren Regelverstoß, da sich der Ball beim Strafstoß eigentlich nicht bewegen darf. Für andere ging die Technik jedoch nicht weit genug, um einen aktiven Bruch der Regeln darzustellen. Bis heute wird also diskutiert, ob Ronaldos Elfmeter überhaupt legal sind. Insgesamt ist es aber vor allem unglaublich, wie detailliert der Superstar auf seine Technik achtet. Weiter geht's mit einem Promi, der schon für zahlreiche Skandale gesorgt hat, von denen einer jedoch bei den meisten in Vergessenheit geraten ist. Die Rede ist von niemand Geringerem als Boris Becker. Während er in den letzten Jahren nämlich vor allem wegen Eheauflösungen und Insolvenzanträgen in den Medien war, wissen viele gar nicht, dass er 2002 zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt wurde. Der Grund dafür war, dass er bewusst Geld am Finanzamt vorbeigeschleust haben soll, um so mehrere Millionen Euro zu sparen. Um das zu machen, meldete er seinen Hauptwohnsitz in Monaco an, obwohl er eigentlich die ganze Zeit in München lebte. Als dies rauskam, war das für Becker nicht nur sehr peinlich, sondern vor allem auch sehr teuer. Neben der Nachzahlung der gesparten Summe musste der Ex-Tennisstar nämlich außerdem 500.000 Euro Strafe zahlen und die erwähnte Bewährungsstrafe antreten. Kommen wir als nächstes zu einer Musiklegende, die zwar leider 2016 verstarb, zu ihren Lebzeiten jedoch bei einigen unangenehmen Sachen erwischt wurde. Und zwar zu George Michael. Für die einen ist George Michael oft nur der Sänger von Last Christmas gewesen. Für andere war er ein absolutes Vorbild, das ohne Probleme mit seiner Homosexualität in der Öffentlichkeit stand und so anderen half, zu ihrer Identität zu stehen. Das war jedoch nicht immer so. Da es im Gegensatz zu heute nämlich lange Zeit leider extrem verpönt war, öffentlich homosexuell zu sein, behielt auch George Michael sein Geheimnis lange für sich. Während viele andere Stars sich jedoch irgendwann freiwillig outeten, geschah dieser Prozess bei Michael eher unfreiwillig. Und zwar wurde er 1998 von amerikanischen Polizisten dabei erwischt, wie er mit einem Trucker auf einer öffentlichen Raststätte intim wurde. Aufgrund der Erregung öffentlichen Ärgernisses wurde er danach dann unter anderem zu Sozialstunden und einer Geldstrafe verurteilt. Das Medienecho war jedoch deutlich erdrückender. Für viele war es ein Skandal, dass George Michael in Wahrheit homosexuell war und er musste sich zahlreichen Anfeindungen stellen. Allerdings ließ der Sänger sich davon zum Glück nicht unterkriegen und wurde sogar erfolgreicher als je zuvor. Bleiben wir bei einem berühmten Musiker, der jedoch deutlich umstrittener ist. Für viele ist er nämlich ein absolutes Feindbild, dessen Ruf aufgrund der folgenden Sache sogar noch schlechter wurde. Die Rede ist von Kevin Russell, dem Sänger der Bösen Onkels. Mit mehreren Millionen verkauften Tonträgern sind die Bösen Onkels zwar einerseits eine der erfolgreichsten Rockbands Deutschlands, aufgrund ihrer Vergangenheit in der rechten Szene sind sie jedoch auch sehr umstritten. Abseits der Musik wurde Kevin Russell 2009 außerdem bei einer anderen heftigen Sache erwischt, die sein Leben nachhaltig veränderte. Und zwar verursachte er an Silvester einen schweren Autounfall mit zwei Schwerverletzten. Dieser Vorfall war dabei nicht nur besonders krass, weil Russell wohl unter Rauschmitteleinfluss stand, sondern auch, weil er zu Fuß vom Tatort flüchtete. Zwar wurde er kurze Zeit darauf gefasst und auch zu einer Haftstrafe verurteilt, dass ein so prominenter Musiker bei einer solchen Aktion erwischt wurde, war jedoch vor allem für viele Böse-Onkels-Fans ein harter Schock.
Als nächstes kommen wir zu einem Skandal, der lange Zeit wie ein schwerer Schatten über dem britischen Königshaus lag und für den sich Prinz Harry bis heute zahlreiche Witze gefallen lassen muss. 2012 wurde der Prinz, der bei vielen Briten lange Zeit extrem beliebt war, nämlich dabei erwischt, wie er in Las Vegas eine wahnsinnig ausufernde Party schmiss. Auf dieser Party soll er zusammen mit 8 Frauen nicht nur sehr viel getrunken haben, er kam einigen von ihnen darüber hinaus wohl auch sehr nah. Zwar kann man davon ausgehen, dass Prinz Harry um jeden Fall wollte, dass diese Party komplett privat bleibt, dennoch konnte er es nicht verhindern, dass Bilder an die Öffentlichkeit kamen, auf denen man sieht, wie er komplett unbekleidet in seiner Hotelsuite Billard spielt. Es gibt außerdem sogar Gerüchte, dass eine der Frauen auf dieser Party schwanger wurde, jedoch konnte das bis heute nicht bewiesen werden. So oder so handelt es sich hier jedoch um eine extrem peinliche Aktion, die gerade für ein Mitglied eines Königshauses sehr schädigend sein kann. Kommen wir nun zu einer Aktion, die so unglaublich ist, dass man sie fast nicht glauben kann, die laut einem berühmten Basketballer jedoch genauso passiert ist. Und zwar geht es um den ehemaligen NBA-Star Dennis Rodman, der einen ganz speziellen Freund hat, nämlich Kim Jong-un. Auch wenn es viele kaum glauben können, Dennis Rodman reist tatsächlich regelmäßig ins abgeschottete Nordkorea, um dort mit Kim Jong-un abzuhängen. Kim Jong-un soll nämlich ein großer Basketballfan sein und es dementsprechend sehr genießen, mit einem ehemaligen Spitzenspieler wie Rodman seine Freizeit zu verbringen. Laut Rodman soll es dabei manchmal sogar zu Szenen kommen, die fast schon surreal wirken. In einem Interview von 2020 berichtete Rodman unter anderem darüber, dass er zusammen mit Kim Jong-un regelmäßig über die Stränge schlägt und die beiden richtig Party feiern. Laut Rodman soll er dementsprechend schon Zeuge geworden sein, wie Kim Jong-un bei der Karaoke seine Seele aus dem Leib singt und beim Wodka-Trinken gerne lustige Sprüche reißt. Zwar sind diese Momente nie mit Kamera dokumentiert worden, wenn man Rodman jedoch glaubt, wird wohl auch Kim Jong-un manchmal bei unglaublichen Dingen erwischt. Machen wir weiter mit einem Clip, der so heftig ist, dass wir euch direkt mal beruhigen müssen. Wie durch ein Wunder ist hierbei nämlich tatsächlich niemand zu Schaden gekommen. Aber von vorne. Vor 2 Jahren fuhr ein Mann namens Eric Popper mit seinem Wagen durch Miami und sang dabei fröhlich zur Musik im Radio mit. Nachdem der 30-Jährige ein anderes Auto ziemlich knapp überholte, wurde er dann von dem anderen Auto angehupt. Und dann ging alles ganz schnell. Eric sah daraufhin nämlich im Rückspiegel, dass der Fahrer des anderen Autos ihm obszöne Handgesten zeigte. Als Reaktion griff er urplötzlich in die Mittelkonsole seines Wagens und holte eine Knarre heraus. Als das andere Auto ihn schließlich überholte, fing Eric Popper dann an, auf dieses zu feuern. Insgesamt gab der 30-Jährige 11 Schüsse ab und zerstörte dabei unter anderem die Scheiben seines eigenen Wagens. Tatsächlich kam er sogar ohne Strafe davon, da Eric Poppers Anwälte es schafften, seine Schüsse als Notwehr auszulegen. Auch die nächsten Aufnahmen sind definitiv nichts für schwache Nerven. Auf den Aufnahmen von März 2021 wurde die damals 32-jährige Engländerin Lorraine Cox nämlich das letzte Mal lebend gesehen. Tatsächlich wurden sie vermutlich nur wenige Stunden vor ihrem Tod gemacht. Die Aufnahmen zeigen nämlich, wie Lorraine Cox, hier mit einem pinken Punkt markiert, von einem Mann namens Mangoli, hier mit einem blauen Punkt markiert, verfolgt wird. Der irakische Flüchtling folgte der Engländerin dabei mehrere Straßenabschnitte lang, zunächst mit großem Abstand. Anschließend näherte er sich ihr jedoch und nahm sie schließlich in seinen Arm. Höchstwahrscheinlich bedrohte er die Engländerin hierbei. Was er danach genau mit der jungen Frau tat, ist nicht bekannt. Über die nächsten Tage hinweg wurde er jedoch weiterhin von Überwachungskameras dabei gefilmt, wie er immer wieder verdächtige große Pakete in verschiedenen Mülleimern und Waldstücken entsorgte. Inzwischen ist leider klar, dass es sich dabei um Teile von Lorraine Cox handelte, der er in dieser Nacht das Leben genommen hatte. Machen wir nach dieser verstörenden Tat mit etwas leichterer Kost weiter. Und zwar mit diesem Video von einem Überfall auf eine amerikanische Drogerie. Während ein maskierter Räuber sich darin seine komplette Einkaufstüte mit diversen Waren vollpackte, gelang es den Angestellten des Geschäfts, ruhig zu bleiben und die Polizei zu rufen, während der Mann ihr Geschäft leerräumte. Auch wenn das Verhalten der Angestellten auf den ersten Blick seltsam entspannt und passiv erscheint, verhalten sie sich tatsächlich genau richtig.
Schließlich kann man nie wissen, wie ein Räuber reagiert, wenn irgendjemand den Helden spielt. Genau das tat dann aber ein Kunde der Drogerie, der den Verbrecher anpöbelte. Was dann folgte, erinnert eher an eine Auseinandersetzung zwischen Kleinkindern als an einen Raubüberfall. Statt eine Waffe zu ziehen, griff der Räuber nämlich zu einigen Bananen und bewarf den Mann damit. Als dieser trotz Warnungen des Personals mit Bananen zurückwarf, beschmiss ihn der nun wütende Verbrecher noch mit einigen anderen Waren und machte sich dann aus dem Staub. Weiter geht's mit einer Überwachungskameraaufnahme, die gleichzeitig eine Straf-, aber auch eine Heldentat zeigt. Vor 3 Jahren griff ein Mann vor einem Geschäft im US-Bundesstaat New Mexico eine schwangere Frau und ihre 3 Kinder an. Wie die Aufnahmen von mehreren Überwachungskameras zeigen, versuchte der Mann, die kleine Familie in den Laden zu drängen und dort eines der Kinder in seine Gewalt zu bringen und zu entführen. Obwohl mehrere Passanten versuchten einzugreifen und die Ladenangestellten die Polizei riefen, ließ sich die Situation zunächst nicht beruhigen, weil der Angreifer einfach zu stark war, bis auf einmal der 16-jährige Kanan Bower auftauchte. Der Teenager stürmte entschlossen in den Laden, wo der Angreifer das Kind gefangen hielt, und schaffte es tatsächlich, ihn zu überwältigen. Schließlich hielt er ihn ganze 6 Minuten lang mit eigener Kraft am Boden fixiert, bis die Polizei eintraf und den Verbrecher festnahm. Im Nachhinein stellte sich dann heraus, dass Kanan Bower kein gewöhnlicher Jugendlicher war. Der kräftige 16-Jährige war damals nämlich im Wrestling-Team seiner Schule und hatte schon mehrmals die Regionalmeisterschaften gewonnen. So heldenhaft seine Tat damals auch war, hatte Kanan aber übrigens leider trotzdem ein trauriges Schicksal. Nur 2 Jahre später, im Alter von 18 Jahren, verstarb der Teenager nämlich bei einem Motorradunfall. In seiner Heimat wird er als Held in Erinnerung bleiben. Kommen wir als nächstes zu einer sehr ungewöhnlichen Straftat, und zwar Störung der Totenruhe gepaart mit Diebstahl. Das Ganze ereignete sich 2014. Damals trauerten die Eltern von einem Jugendlichen namens Brandon Reeve, der ebenso wie Kanan Bower im Alter von 19 Jahren bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen war, um ihren Sohn. In ihrer Trauer wurden die Eltern jedoch immer wieder gestört. Immer wieder verschwanden nämlich Blumen und kleine Geschenke, die sie für Brandon am Grab hinterlassen hatten, spurlos. Die Familie konnte einfach nicht fassen, dass irgendjemand den Toten bestahl, und wollte herausfinden, was los ist. Nachdem Brandons Vater Jim Reeve eine Überwachungskamera in der Nähe des Grabs installierte, nahm diese schließlich eine Frau auf, die direkt mit ihrem Auto an die letzte Ruhestätte des Teenagers fuhr und dort eine Statue stahl. Empört veröffentlichte er das Video schließlich im Internet und es ging viral. Mit einer erstaunlichen Folge. Die Diebin stellte sich nämlich bei der Polizei. Laut den Beamten gab sie an, dass sie die Erinnerungsstücke für ihre eigenen kranken Verwandten gestohlen habe. Trotzdem wurde sie für ihre Tat zu einer Bewährungsstrafe von 90 Tagen und 50 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Findet ihr diese Strafe gerecht? Kommen wir als nächstes zu einer schockierenden Überwachungskameraaufnahme aus Asien, die wir euch leider nicht in voller Länge zeigen können. Im Jahr 2017 filmte die Kamera in einem Lehrerbüro nämlich etwas Unglaubliches. Bei einem Notengespräch bedrängte der Lehrer nämlich seine Schülerin und bot ihr bessere Noten an, wenn sie sich auf ihn einlassen würde. Wie gesagt, können wir euch hier nicht alles zeigen, allerdings ist der Fall bei weitem kein Einzelfall. Ein ähnlicher Fall ereignete sich auch zwischen dem 37-jährigen Lehrer Michael Cheadle und einer 17-jährigen Schülerin von ihm in den USA. Und zwar hatten die beiden über ganze 18 Monate lang eine Zweckaffäre, ehe schließlich alles aufflog und der Lehrer sich vor Gericht verantworten musste. Machen wir weiter mit der Aufnahme eines Verbrechens, welches leider immer häufiger auch in Deutschland stattfindet und das leider mehr als gefährlich ist. Vor 3 Jahren nahm nämlich eine Überwachungskamera in Logan im US-Bundesstaat Utah auf, wie 3 Männer einen Sprengkörper in einen Bankautomaten steckten und diesen so zur Explosion brachten. Die enorme Wucht der Explosion, die auf dem Video zu sehen ist, verdeutlicht die Gefährlichkeit von Geldautomatensprengungen. Während die Automaten heutzutage nämlich meist verhältnismäßig wenig Geld enthalten und dieses anschließend oft nicht einmal mehr in einem brauchbaren Zustand ist, gefährden die Explosionen Menschenleben in der Umgebung und verursachen immense Sachschäden.
Die meisten Straftaten werden begangen, weil die Täter gezielt jemandem schaden wollen oder weil sie sich selbst bereichern wollen. Dass dies jedoch nicht immer der Fall ist, zeigen die nächsten Überwachungskameraaufnahmen. In O'Fallon im US-amerikanischen Illinois stand die örtliche Polizei nämlich vor 2 Jahren vor einem Rätsel, das bis heute nicht gelöst werden konnte. In dem Örtchen häuften sich nämlich plötzlich massive Sachbeschädigungen an Autos und bei Dutzenden Fahrzeugen wurden die Fensterscheiben zertrümmert, ohne dass etwas gestohlen wurde. Eine Überwachungskameraaufnahme zeigte dann einen Mann, der mitten am Nachmittag mit Absicht ein Auto zerkratzte. Eine weitere Aufnahme zeigte denselben Mann, als er eines Nachts versuchte, die Windschutzscheibe eines anderen Autos mit einem Stein einzuwerfen. Die Polizei ging dann davon aus, dass er auch für die Beschädigungen an den anderen Autos verantwortlich ist. Der Täter oder ein Motiv konnten allerdings nie ermittelt werden. Obwohl das nächste Überwachungskamera-Video eigentlich eine schwere Straftat zeigt, sorgt es doch eher für Lacher. Aber seht selbst. Im Jahr 2018 brach ein 43-jähriger Mann in ein Geschäft ein und füllte dort seine mitgebrachte Sporttasche mit Diebesgut. Warum auch immer, legte der Einbrecher, der später anhand der Videos überführt werden konnte, zwischendurch aber immer wieder Pausen ein und tanzte einfach mit gekonnten Moves durch das Geschäft. Vor dem Gefängnis konnten ihn seine Tanzeinlagen übrigens nicht retten, obwohl die Polizei darüber sehr amüsiert gewesen sein dürfte. Kommen wir als nächstes zu einer Reihe von Menschen, die sich beim Fremdgehen erwischen ließen und fangen an mit einem Mann, der es schaffte, seine betrügende Ehefrau aus einem besonderen Blickwinkel zu enttarnen. Der Technik-Nerd John hatte bereits seit längerer Zeit das Gefühl, seine Frau erzähle ihm nicht mehr alles. Als seine Skepsis immer größer wurde, beschloss John, ihr eines Tages unauffällig mit seiner Drohne zu folgen. Aus großer Höhe beobachtete er, wie sie in Richtung eines Parkplatzes lief, wo kurze Zeit später ein dunkles Auto erschien. Als sie den Fahrer des Wagens zur Begrüßung dann äußerst leidenschaftlich küsste, brach für John eine Welt zusammen. In dem mittlerweile 14 Millionen Mal angeschauten Video kommentierte der verletzte Ehemann jeden Moment der Aufnahme und wurde zum Ende hin immer emotionaler. Sogar einige US-Nachrichtensender berichteten über das Video und interviewten John. Doch 2 Jahre nach der Veröffentlichung der Drohnenaufnahme kam dann die Beichte. Das ganze Video war nur eine Inszenierung. Und John veröffentlichte die ungeschnittene Fassung, in der man sieht, wie er selbst der Fahrer des Wagens und damit die angebliche Affäre seiner Frau war. So wurde der Betrogene zum Betrüger und viele User, die John vorher noch Mut und Kraft zusprachen, fühlten sich nun selbst hintergangen. Einige tausend Dollar wird er mit dem Video von der Fake-Affäre seiner Frau wohl dennoch verdient haben. Da Untreue meist mit starken Emotionen verbunden ist, nutzen viele dieses empfindliche Thema natürlich auch für dreiste Pranks aus. In unserem nächsten Clip des YouTube-Kanals Top Notch Idiots drohten diese starken Emotionen sogar die ganze Situation plötzlich eskalieren zu lassen. Der Plan war es, ihrem Kollegen AJ mit einem inszenierten Seitensprung einen Streich zu spielen, da dieser sehr vernarrt in seine Freundin ist. Also stellten sie mehrere Kameras in AJs Wohnung und ließen seine Freundin mit einem fremden Mann im Bett auf Position gehen. Als AJ nach Hause kam, lief zunächst alles nach Plan und er suchte schnell nach seiner Freundin. Doch das, was dann passierte, haben die YouTuber wohl selber nicht erwartet. Als er das Schlafzimmer betrat und seine Freundin mit ihrem Fake-Liebhaber im Bett erwischte, rastete der junge Mann plötzlich komplett aus und wurde sofort handgreiflich. Die Situation drohte immer mehr zu eskalieren und auch seine Freundin konnte den aggressiven AJ nicht beruhigen. Erst als er Moderator Opto im Türrahmen stehen sah, wurde ihm klar, was diese Aktion zu bedeuten hatte. Er jagte den YouTuber bis auf die Straße, wo ihm, wahrscheinlich vor Erleichterung, sogar die Tränen in den Augen standen. Nach seiner Reaktion wird seine Freundin sich jetzt aber wohl dreimal überlegen, ob sie ihn jemals betrügen sollte. Stars haben es deutlich leichter, ihre Partner zu betrügen, aber deutlich schwerer, nicht dabei erwischt zu werden. Dies musste im Sommer 2017 auch Schauspieler und Comedian Kevin Hart am eigenen Leib spüren. Der Jumanji-Star hatte sich nämlich mit einer weiblichen Bekanntschaft vergnügt und wurde dabei wohl unfreiwillig gefilmt. Doch als wäre das noch nicht genug, soll der Comedian sogar mit einem Video des Seitensprungs erpresst worden sein. Kevin hat sich jedoch nicht erpressen lassen und so erreichte das Video schließlich doch den Sender TMZ.
Als das Video von dem Seitensprung des Familienvaters die Runde machte, war seine Ehefrau Eniko gerade schwanger und erfuhr von dem Video über Social Media. Einige Monate und vermutlich einige unangenehme Gespräche innerhalb der Familie später entschuldigte sich der Star dann auch noch einmal öffentlich über Instagram bei seiner Familie für sein Verhalten. Glücklicherweise hat die Ehe der beiden diese Krise überstanden und sie sind auch heute noch ein Paar. Nicht ganz so gut lief es wohl bei unserem nächsten Paar ab. Ein Nachbar konnte filmen, wie dieser Liebhaber sich halbnackt unter dem Fenster seiner verheirateten Affäre versteckte. Der Ehemann der Frau kam früher zurück von der Arbeit und versetzte die beiden damit in eine fast aussichtslose Situation. Während die untreue Ehefrau in der Wohnung lautstark mit ihrem Mann diskutierte, versuchte der verzweifelte Liebhaber, sich weiterhin versteckt zu halten und klammerte sich an dem Geländer fest. Der wütende Gatte spürte jedoch, dass etwas vor sich ging und löcherte seine Frau weiter mit Fragen, während er immer wieder Ausschau nach einem fremden Mann hielt. Plötzlich verließ den Liebhaber am Geländer wohl seine Kraft und er ließ sich in den Garten des Hauses fallen, wo der aufgebrachte Ehemann ihn schließlich entdeckte. Halbnackt und mit seinen restlichen Klamotten unter dem Arm ergriff der Mann die Flucht durch die Nachbarschaft. Doch der betrogene Ehegatte nahm sofort die Verfolgung auf und hatte an diesem Tag vermutlich eine extra Portion Ausdauer dabei. Weiter geht's mit diesem herzzerreißenden Video. Es zeigt einen Soldaten des US-Militärs, der nach 2 Jahren Einsatz in Afghanistan seine Freundin und Herzensdame auf romantische Weise in ihrer Wohnung überraschen wollte. Das Ganze sollte so ein rührender Moment sein, dass sogar die Eltern dabei waren und die Situation filmten. In seinem Rollstuhl und mit der Unterstützung seiner Familie schloss er also die Wohnungstür auf und konnte seinen Augen nicht trauen. Als er und seine Familie hereinkamen, hechtete nämlich ein fremder Mann halbnackt aus dem Fenster, während seine Frau, ebenfalls leicht bekleidet, auf dem Bett saß. Als er die ganze Situation realisierte, brach der erniedrigte Soldat unter Tränen zusammen, während seine Familie die betrügende Ehefrau konfrontierte. Ob es sich lohnt, diese Beziehung nach einem so krassen Vorfall noch zu retten? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Kommen wir nun zu einer chinesischen Hochzeitszeremonie, die noch vor dem Ja-Wort extrem eskalierte. Der Bräutigam hatte nämlich kurz vor der Hochzeit durch ein Video erfahren, dass seine Zukünftige ihn mit ihrem Schwager betrogen hatte. Doch anstatt sie direkt damit zu konfrontieren, wartete er bis zum Hochzeitstag, um sich an ihr zu rächen. Zunächst verlief alles sehr ruhig und nach Plan. Das Nochpaar betrat in festlicher Atmosphäre den Saal und begab sich auf die Bühne. Doch ab diesem Punkt hatte sich die Braut den Tag ihrer Hochzeit wahrscheinlich etwas anders vorgestellt als ihr Verlobter. Dieser hatte dem DJ nämlich zuvor das besagte Video gegeben und als eigentlich Kinderfotos der werdenden Eheleute gezeigt werden sollten, kam es plötzlich zum Schockmoment für alle Anwesenden. Ohne Vorwarnung wurde der Videobeweis für den Seitensprung vor allen Gästen im Saal abgespielt. Die Braut, Freunde und Verwandtschaft konnten ihren Augen nicht trauen und auch die Situation zwischen den beiden Verlobten eskalierte daraufhin sehr schnell. Weiter geht's mit einem Video des YouTube-Kanals UDY. Bei diesem Treuetest mit versteckter Kamera versuchte Alessandra herauszufinden, ob ihr Freund Michael es wirklich ernst mit ihr meint. Die beiden waren zu diesem Zeitpunkt erst seit einigen Monaten ein Paar, aber sie hatte bereits das Gefühl, dass er sie hintergeht. Michael ist angehender Schauspieler, also war der Plan des Teams, ihn zu einem gefakten Vorsprechen zu locken, wo er dann auf den Lockvogel Jessica treffen sollte. Bei einem privaten Treffen sollte sie ihn dann auf die Probe stellen mit dem ultimativen Treuetest. Nachdem die beiden natürlich die Rollen erhalten haben, lud Jessica Michael kurzerhand zu sich nach Hause ein. Als Michael eintraf, war dort schon alles vorbereitet und auch Alessandra saß bereits im Keller und konnte verfolgen, was über ihr passierte. Doch schon nach kurzer Zeit stand ihr die Enttäuschung förmlich ins Gesicht geschrieben. Denn noch bevor die ersten Annäherungsversuche von Lockvogel Jessica gestartet wurden, machte Michael bereits klar, was er an diesem Abend wollte und küsste die überraschte Jessica. Alessandra konfrontierte den untreuen Schauspieler kurzerhand und bekam endlich, was sie brauchte, um einen Schlussstrich ziehen zu können. Kommen wir nun zu Jennifer Norris, einer 32-jährigen Ehefrau und Mutter, welche in der amerikanischen TV-Show Cheaters ihren untreuen Ehemann mit einer weitaus jüngeren und ihr sehr vertrauten Frau erwischte. Schon monatelang hatte ihr Mann Brennan sie auf Distanz gehalten und war Jessica gegenüber sehr kalt. Ihr Verdacht, dass ihr Mann sie betrügen könnte, verhärtete sich immer weiter,
sodass sie, um Klarheit zu schaffen, das Team der Show Cheaters benachrichtigte. Die TV-Profis begannen sofort mit ihren Recherchen und überwachten Ehemann Brennan eine ganze Woche lang. Die traurigen Ergebnisse präsentierte schließlich Moderator Joey der aufgewühlten Mutter. Die beiden schauten sich eindeutige Videoaufnahmen an, die Brennan und die 19-jährige Babysitterin der Familie beim Küssen im Haus zeigten. Dabei störte die beiden selbst die Anwesenheit von Jessicas und Brennans gemeinsamer Tochter nicht. Und auch an genau diesem Tag hatten die beiden wieder ein heimliches Treffen. Das TV-Team verfolgte den Familienvater und die Babysitterin bis zu einem Park, wo sie ihrer Zweisamkeit im Auto der Familie nachgingen. Zu dieser Zeit befanden sich Moderator Joey und die fassungslose Jennifer schon auf dem Weg zum Standort der Turteltauben. Als sie schließlich im Park ankamen und die beiden konfrontierten, kochten die Emotionen der verletzten Ehefrau hoch. Wütend stellte sie erst ihren völlig überforderten Mann und dann die schamerfüllte Babysitterin zur Rede. Die 19-Jährige war für Jennifer sogar schon wie ein Teil der Familie geworden, was die ganze Situation für sie noch unerträglicher machte. Nachdem sie ihrem Mann gesagt hatte, dass sie ihn nie wiedersehen wolle, verließ sie schließlich enttäuscht und niedergeschlagen den Ort des Geschehens. Dieser ältere Mann wurde dabei gefilmt, wie er mit zwei jungen Frauen seiner Frau fremdging, und das auf einem Balkon. In unserer nächsten Rubrik von Menschen, die sich bei krassen Dingen erwischen ließen, geht es nun um Gamer, die beim Betrügen erwischt wurden. Und wir starten mit dem Gamer Johnny K., der beim offiziellen Fortnite World Cup mitspielte und dort tatsächlich die Dreistigkeit besaß, zu cheaten. Oder besser gesagt, es zu versuchen. Johnny K., der mit echtem Namen Jonathan Kosmala heißt, spielte bei der Fortnite WM in New York mit, bei der es insgesamt um unglaubliche 100 Millionen Dollar Preisgeld ging. Und nachdem er dort normal starten konnte, wurde der Gamer plötzlich von Fortnites automatischer Anti-Cheat-Software aus dem Spiel geworfen. Schnell kam heraus, dass es sich hierbei um keinen Fehler handelte. Jonathan hatte nämlich Cheats bei einem Händler gekauft und wollte tatsächlich bei dem Turnier vor Publikum mit diesen Cheats aktiviert Fortnite spielen. Der Händler, der ihm die Cheats verkauft hatte, veröffentlichte anschließend zum Beweis nicht nur Chatnachrichten, in denen der Gamer diese bestellte, sondern sogar Ausschnitte aus einem Telefonat, das er mit Jonathan führte. Johnny K. musste übrigens nicht nur die Peinlichkeit ertragen, vor der ganzen Welt als Cheater bloßgestellt zu werden und aus dem Turnier zu fliegen, sondern wurde anschließend auch noch von seinem eigenen E-Sport-Team gefeuert. Weiter geht's mit einem ähnlich krassen Fall, der sich allerdings bei einem anderen Turnier ereignete. Und zwar geht es um CSGO und den Pro-Gamer Nikhil Kumar Watt, der unter dem Namen Forsaken beim Clan Optic India spielte. Als er gerade mit seinem Team am Extremes Island Asia Turnier teilnahm, wurde dieses unterbrochen, weil die Veranstalter vermuteten, dass der Gamer einen sogenannten Aimbot benutzte. Ein Programm, welches beim Zielen im Spiel hilft und einem so einen unfairen Vorteil liefert. Als die Schiedsrichter vor den Augen aller Mitspieler und Zuschauer dann Nikhils PC untersuchen wollten, kam es zu peinlichen Szenen. Nikhil fühlte sich nämlich ertappt und wollte die Spuren seines Cheatens noch schnellstmöglich verwischen, indem er zur Tastatur griff, um den Aimbot zu löschen. Hiervon wurde er allerdings von einem Schiedsrichter abgehalten, der seine Arme wegzog, und so musste der Cheater hilflos dabei zusehen, wie sein Betrug aufgedeckt wurde. Auf unserem nächsten Punkt befindet sich ein sehr prominenter Gamer, der beim Cheaten erwischt wurde. Genauer gesagt handelt es sich hierbei um den Rapper Snoop Dogg. Als dieser vor 4 Jahren live auf Twitch das Battle Royale-Spiel SOS zockte, fiel seinen Zuschauern schnell auf, dass etwas nicht stimmte. Snoop Dogg schien zunächst zwar ganz normal zu spielen und mit den anderen Spielern und der Welt des Games zu interagieren, aber nach und nach schweifte er immer wieder ab und schaute Sachen auf seinem Handy oder begann sogar selbst gerollte Zigaretten zu rauchen. Kurioserweise lief seine Spielfigur während dieser Phasen aber ganz normal weiter und reagierte auch weiterhin auf Spielesituationen.
Situationen. So wurde den Zuschauern klar, dass Snoop Dogg gerade überhaupt nicht selbst spielte, sondern offensichtlich jemand anderes die ganze Zeit seine Figur steuerte. Am Ende des Streams, nachdem sich viele Zuschauer über diese Art des Cheatens aufgeregt hatten, gab Snoop Dogg schließlich zu, dass er selbst nicht gespielt hatte und fügte hinzu, dass das Spiel lustig aussah, aber bestimmt noch lustiger sei, wenn man es selber spielt. Kommen wir nun zu einer Gamerin, die nicht nur dreist cheatete, sondern sich dabei auch noch besonders ungeschickt anstellte. Die Rede ist von der Streamerin Miss Q Gemini, die im Jahr 2017 einen CSGO-Livestream damit anfing, sich darüber aufzuregen, dass sie angeblich immer wieder unschuldig des Cheatens beschuldigt würde. Sie sagte sogar, dass ihr das Cheaten nur unterstellt wird, weil sie als Frau sehr gut spielen würde. Kurz nach Beginn des Spiels konnten dann jedoch all ihre Zuschauer etwas sehen, was der Streamerin zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst gewesen sein dürfte. Seltsamerweise wurden ihr ihre Gegner nämlich auch durch die Wände hindurch angezeigt. Und so war es ein leichtes für die Streamerin, immer zu wissen, wo sich ihre Gegner befanden. Das machte das Spiel nicht nur viel einfacher für sie, sondern war auch für die Zuschauer ein klares Zeichen, dass sie einen sogenannten Wallhack aktiviert hatte. Ein Cheat, der Gegnerpositionen auch durch feste Objekte wie Wände hindurch anzeigt. Trotz dieses Cheats verlor Miss Q Gemini das Spiel dann sogar noch. Als sie durch einen Blick in ihren Chat erkannte, dass sie aufgeflogen war, versuchte die Streamerin, sich dann zunächst auch noch damit herauszureden, dass es wohl ein Fehler des Spiels war. Später behauptete sie, eine Freundin sei vorher am PC gewesen und hätte den Cheat eingestellt. Als Konsequenz für diese Dreistigkeit wurde letztendlich der Account der Streamerin gebannt. Weiter geht's mit einem dreisten Cheat-Versuch, der nicht nur von einer Einzelperson oder einem Team ausging, sondern an dem gleich zwei Top-E-Sport-Teams beteiligt waren. Aber der Reihe nach. Beim populären Spiel League of Legends gibt es immer wieder Turniere, bei denen den Gewinnern hohe Geldpreise winken. So sollte es auch schon bei dem MLG Summer Championship im Jahr 2012, also vor 10 Jahren, saftige $40.000 für das Team geben, das das Finale gewinnt. Als Gegner standen sich damals die Top-Teams CurseNA und Team Dignitas gegenüber. Doch was dann passierte, verwunderte die Zuschauer. Die Teams fällten in diesem wichtigen Spiel nämlich seltsame Entscheidungen und schienen nicht besonders ehrgeizig zu spielen. Später kam dann heraus, dass sie vorher vereinbart hatten, das Preisgeld zu teilen und es ihnen somit völlig egal war, wer gewinnt. Obwohl die Teams sich später für ihr Verhalten entschuldigten, wurden sie disqualifiziert und der Veranstalter verteilte das Preisgeld und die Punkte dann an die dritt- und viertplatzierten Teams. Beim Gamer im nächsten Clip fragt man sich, ob er besonders dreist cheatete oder tatsächlich nur aus Versehen einen Fehler begangen. Der technische Direktor des Online-Battle-Royale-Games H1Z1, Joshua Kriegsauer, schien während eines Streams des Spiels nämlich wirklich heftige Skills zu beweisen, als er eine ganze Gruppe von Gegnern, die ihn angriff, nach und nach gekonnt erledigte. Eigentlich liegt es auch nahe, dass ein Entwickler einer Spielefirma besonders gut in einem Game ist, das er selber mitentwickelt hat. In Joshuas Fall lag es allerdings nicht an seinen spielerischen Fähigkeiten, sondern daran, dass er tatsächlich einen Unsichtbarkeitscheat aktiviert hatte und ihn die anderen Spieler während der gesamten Situation so gar nicht sehen konnten. Nachdem Joshua im Voice-Chat von vielen aufgebrachten Gamern auf diesen Umstand hingewiesen wurde, entschuldigte er sich und gab an, dass es nur ein Versehen gewesen sei. Ach, und schreibt uns doch bei dieser Gelegenheit mal in die Kommentare, was ihr eigentlich zum Thema Cheaten denkt. Nutzt ihr selber Cheats in irgendwelchen Spielen? Und wenn ja, warum? Im nächsten Clip geht es um eine Art des Cheatens, die mal gar nichts mit Bots oder sonstigen Tricks innerhalb des Spiels zu tun hat. In einem Interview mit einem E-Sports-Moderator gab der Gamer Corey Friesen nämlich zu, dass er und sein komplettes Cloud9-Team während eines E-Sport-Turniers auf einen unfairen Trick zurückgegriffen, um sich so Vorteile verschafft zu haben. Sie hatten nämlich vor dem Turnier ein Medikament eingenommen, das eigentlich ADHS-Patienten dabei hilft, sich zu konzentrieren. Durch den Missbrauch dieses Medikaments steigerte sich natürlich auch die Konzentrationsleistung des Teams. Kurioserweise hatte diese spezielle Art des Cheatens übrigens keine
keine Konsequenzen für Corey und sein Team, weil vor 7 Jahren bei E-Sports-Turnieren noch keine Kontrollen wie bei anderen Sportarten stattfanden. Als Konsequenz auf dieses Verhalten führte jedoch auch der E-Sport-Verband schließlich Dopingkontrollen ein, so dass man heutzutage nicht mehr einfach auf diese Art und Weise cheaten kann. Was allerdings heute noch ganz einfach und legal ist, ist wissenswert zu abonnieren. Also drückt auf jeden Fall mal den Abo-Button, falls ihr das bisher noch nicht gemacht habt. Kommen wir nun zu einem Spieler, dem seine Brille zum Verhängnis wurde. Als der ehemalige Counter-Strike-Profi Christopher Anderson vor 3 Jahren nämlich ein CSGO-Match live auf Twitch streamte, sah eigentlich alles sehr gut für ihn aus. Christopher stand mit einem Scharfschützengewehr auf der Lauer, zielte auf eine Häuserecke und wartete, bis ein Gegner hinter dieser zum Vorschein kommen würde. Der Gamer zielte allerdings nicht auf Verdacht auf diese Ecke, sondern wusste ganz genau, dass sich dort ein Gegner verbarg. Denn seinen Zuschauern fiel im Stream ein kleines, aber sehr entscheidendes Detail auf. In der Spiegelung seiner Brille war nämlich zu erkennen, dass Christopher einen Wallhack aktiviert hatte und somit den Gegner durch die Wand sah. Nachdem ein herangezoomter Clip dieser Situation ins Netz gelangte und der Streamer so entlarvt werden konnte, löschte Twitch sogar seinen Account. Witzigerweise lautete Christophers Gamername zu diesem Zeitpunkt übrigens Faken. Weiter geht's mit der Nummer 2 und dem professionellen Overwatch-Spieler Sado, der 2018 beim Cheaten erwischt wurde. Sado setzte hierbei allerdings keine Cheats, Bots oder irgendwelche Programme ein, sondern spielte einfach nur wirklich sehr gut. Nun fragt ihr euch sicherlich, was gute Gaming-Skills eigentlich mit Cheaten zu tun haben. Nun, tatsächlich spielte Sado Overwatch nicht mit seinem eigenen Account, sondern kassierte Geld von anderen Gamern, um mit deren Accounts zu spielen und diesen dann ein höheres Skill-Ranking zu verschaffen. Auch wenn der Profi-Gamer somit streng genommen nicht selbst gecheatet hat, sondern nur anderen Spielern dabei half, wurde er zur Strafe für eine komplette Season vom Spiel ausgeschlossen. Zum Schluss kommen wir zur Nummer 1 und einem Spieler, der nicht cheatete, um zu gewinnen, sondern der tatsächlich absichtlich verlor, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Im Jahr 2013 trat der Profi-Gamer Solo bei einem Turnier an, bei dem sein Team als Favorit galt. Solo spielte dort dann aber absichtlich schlecht und zog seine Mitspieler damit runter. Der Gamer hatte nämlich vorher Geld gegen sein eigenes Team gewettet und er hoffte sich bei einem Einsatz von $100 einen Gewinn von über $300. Nachdem er bei diesem Betrugsversuch erwischt wurde, bekam er das Geld allerdings nicht ausgezahlt und erhielt außerdem einen Bann.